Hey und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Strampelsack für dein Baby oder aber auch für eine Puppe nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und los geht's! Zuerst schnappst du dir dein Baby, ein Blatt Papier und ein Maßband. Als erstes misst du die Länge ab, etwa von der Hüfte bis zu den Zehen. Diese gemessenen Länge fügst du dann etwa 10 bis 15 cm hinzu und so hast du die Länge für dein Schnittteil für den Strampelsack. Als nächstes ermitteln wir die Breite. Hierzu misst du von der einen Seite zur anderen und nimmst diesen Wert mal 1,5, damit der Strampelsack auch schön breit ist, damit dein Baby ausreichend Platz zum Strampeln hat. Als letztes fehlt noch das Schnittteil für das Bündchen. Dafür misst du den Umfang deines Babys und nimmst diesen Wert mal 0,9. Jetzt musst du nur noch die Höhe deines Bündchens bestimmen. Für ein Baby empfehle ich dir etwa eine Höhe von 20 bis 25 cm. Aber allgemein gesagt muss dein Bündchen so zugeschnitten werden, dass es doppelt so hoch ist, wie dein Bündchen zum Schluss sein soll. Hier nochmal kurz die Schnittteile im Überblick. Vom Strampelsack schneidest du dir zweimal im Außenstoff und zweimal im Innenstoff ein Schnittteil zu und einmal das Bündchen. Dann legen wir jetzt mit dem Nähen los. Hierzu nimmst du dir deine Schnittteile für den Strampelsack. Zuerst deine beiden Außenstoffe und legst diese rechts auf rechts, also schöne Seite aufeinander. Und dann wird entlang der gesamten Rundung herumgenäht. Nur die obere Kante bleibt offen. Und dasselbe machst du dann auch mit dem Innenstoff. Leg auch diesen rechts auf rechts aufeinander und nähe die äußere runde Kante zusammen. Wichtig beim Innenstoff ist, dass du ganz unten eine kleine Öffnung lässt, durch welche du nachher den Strampelsack wenden kannst. Dann schnappst du dir auch dein Bündchen und legst dieses vor dich mit der rechten Seite zu dir und klappst es der Länge nach zusammen. Wichtig bei Bündchenstoff ist, dass die Dehnung immer quer über den Körper verläuft. Klappe jetzt also auch das Bündchen rechts auf rechts zusammen und nähe die kurze Kante einmal zusammen. Genäht sollte es ungefähr so aussehen. Dann klappst du die Nahtenden aufeinander und stülpst das ganze Bündchen um. So, dass du sowohl auf der äußeren als auch auf der inneren Seite des Rings die schöne, also die rechte Stoffseite siehst. Die obere Kante deines Bündchenrings ist geschlossen, weil hier eben die Knickkante ist und auf der unteren Seite hast du zwei Stofflagen offen übereinander. Du kannst den Bündchenring deinem Kind auch einmal anprobieren. Er sollte gut sitzen, nicht zu eng, aber auch nicht zu locker. Du hast jetzt alle Schnittteile vorbereitet, den Außensack, den Innensack und das Bündchen. Dann geht es jetzt noch ans Zusammensetzen. Im ersten Schritt wendest du den Außensack, also den Teil, der aus deinem Außenstoff ist, so, dass die schöne, die rechte Stoffseite nach außen kommt. Dann nimmst du dir dein Bündchen zur Hand und steckst dieses mit der offenen Kante nach oben auf deinen Strampelsack. Ausführlich habe ich das schon mal in einem anderen Video erklärt, wie man Bündchen annäht. Das verlinke ich dir hier oben. An sich ist es aber nicht schwer. Du markierst dir die Viertel auf deinem Bündchen und auch die Viertel am Strampelsack und steckst dieses aufeinander. Beim Zusammennähen nachher ist es wichtig, dass das Bündchen gedehnt wird, da dieses ja kürzer ist als der Strampelsack selbst. Wenn du jetzt also den Außenstoff und das Bündchen zusammengesteckt hast, dann nimmst du dir noch den Innenstoff. Diesen stülpst du über beides drüber. Wichtig ist, dass du hier die linke Stoffseite siehst, also die, auf der du genäht hast. Steck die anderen beiden Teile hinein und dann verbindest du sie oben an der offenen Kante miteinander. Hier wird dann gleich auch einmal im Ring herum zusammengenäht. Wichtig ist, dass du beim Nähen darauf achtest, dass du auch immer alle vier Stofflagen erwischst. Und außerdem solltest du das Ganze mit einem dehnbaren Stich, also entweder mit der Overlock oder aber mit einem Zickzackstich zusammennähen.
Nach dem Zusammennähen wendest du den gesamten Strampelsack einmal durch die Öffnung, welche du vorher im Innenstoff gelassen hast. Greif hier rein und zieh den Außenstoff durch und somit wendet es sich schon von allein. Im Innenstoff hast du jetzt noch deine Wendeöffnung. Diese kannst du entweder mit der Matratzennaht schließen, hierzu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, oder aber du steppst das Ganze knappkantig mit der Nähmaschine ab. Vor allem dann, wenn der Innenstoff Innenstoff bleiben soll, dann reicht Absteppen völlig. Wenn du deinen Strampelsack mal so rum und mal so rum tragen möchtest, also auch mal den Innenstoff außen, würde ich dir eher die Matratzennaht empfehlen, da diese einfach unsichtbar ist. Und so schnell ist dein Strampelsack dann auch schon fertig. Das Ganze ist völlig anfängertauglich und ein absolutes Mittagsschlafprojekt, das super schnell genäht ist. Wenn du einen Strampelsack nachnähst, dann verlink mich doch gerne auf Instagram, damit ich dein Ergebnis sehen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.